Willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Pro! Death Pro. Wir spielen heute mal wieder mit dem rotäugigen Drachendeck, weil wir das letzte Mal damit verloren haben und das fände ich nicht so schön, wenn wir das verstehen lassen. Ist jetzt zwar wieder auch schon eine Weile her, aber trotzdem. Und Squirtus brauchen wir eine Weile. Ich hoffe, er geht jetzt nicht direkt wieder aus dem Raum raus, bevor das Duell beginnt. Den Ventilator habe ich ein bisschen leiser gemacht. Sollte man vielleicht merken. Ich verliere gerade die Hoffnung, dass das Duell überhaupt stattfindet. Wäre aber eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Hallo. Ja, er hat noch 30 Sekunden übrig. Ich meine, wir haben Zeit, den ganzen Tag. Ihr vielleicht nicht, aber ich schon. Ich werde dort viel aufnehmen können, das ist schön. Weil ich hatte jetzt die letzten paar Tage nicht so viel Zeit aufzunehmen. Okay, jetzt geht's. Sehr schön. Das könnten wir machen, wäre bei dem nicht. Dann würden wir vielleicht die wichtigste Karte im Deck verlieren. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal. Mit der Karte können wir mal anfangen. Ja, dann machen wir den. Ich hätte jetzt erstmal den anderen rufen sollen. Das wäre echt schlauer gewesen. Ja, so schlau bin ich nicht. Okay, dann trotzdem. Mach was. Ah, wenn er nichts tut, dann ist es jetzt kein gravierender Fehler gewesen. Okay, gut. Naja, war auch so kein gravierender Fehler, aber hätte man schlauer spielen können. So. Drachenschrein. Dann legen wir den mal weg. Vielleicht brauche ich ihn noch. Und ja, ich brauche den sogar mit ziemlicher Sicherheit vielleicht sogar noch. Und dann nehmen wir uns noch einen zweiten Drachenherrscher. Das ist, denke ich, klar. Wen? Nämlich den. Und dann nehmen wir uns einfach mal Eclipsen-Lindwurm. Warum sollten wir denn eigentlich rufen? Na komm, warum auch nicht? Komm, scheiß drauf. Wir haben hier zwei Viecher drin. Das wird ein bisschen eklig jetzt. Ich versuch's mal hier was Schönes fertig zu bekommen. So. Kann sein, dass es nicht so ganz klappt, wie ich mir das gedacht habe. Ich würde jetzt eigentlich gerne den hier holen. Ja, jetzt kann ich nichts mehr rufen. Das war dämlich. Moment, wenn ich das mache. Kann sein, dass ich Material bekomme in den Friedhof. Jetzt vielleicht nicht der smarteste Move, aber egal. Ja, funktioniert. Habe ich überhaupt viel Material da? Ja, nicht wirklich. Ja, war jetzt nicht der tollste Zug. Den hätte man bestimmt besser spielen können, aber egal. Schlimmer geht's auf jeden Fall. Denn jetzt bekommen wir noch durch den, was Sacred Sword of Seven Stars ist banned. Nein, es ist auf 1 limitiert. Glaube ich zumindest. Aber ich habe auf die neueste Banliste gestellt, deswegen sollte das eigentlich schon so passen. So, Drachosack könnten wir uns nehmen. Ja, komm, warum auch nicht, ne? Machen wir einfach mal. Die Leute, die rumheulen wegen den verbannten Karten, sind meistens auch diejenigen, die sie selbst nutzen. Habe ich so die Erfahrung mitgemacht. Ich hole es zwar selber gerne rum, aber wenn, dann nutze ich es auch nur in Unlimited. Naja, kann man doch nur in Unlimited Duell machen, aber dann auch wirklich nur in Unlimited Decks, weil mir jetzt ein Drachendeck zu bauen und dann plötzlich mit Topfregier zu spielen, fände ich jetzt nicht so toll. Das würde ich dann halt nur für Fun-Decks machen. Ich meine, ja. Oh, okay, wir spielen gegen neulich Ungeheuer. Ich habe ja schon mal zwei Replays hochgeladen, wo ich mit einem Unlimited Exchange of Spirit Deck spiele und mit einem Unlimited Exodia Deck spiele und ja. Beides, ja, gesicherte FDKs quasi. Also mit den Stacks zu verlieren ist eigentlich fast nicht möglich, wenn der Gegner nicht gesidedeckt hat. Wenn ihr anfangt schon gar nicht, dann ist der Sieg eigentlich instant dabei, oder nicht?
Ihr könnt entweder den Gegner seine ganzen Karten nehmen oder. Ja. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Werdet gewinnen. So, ich hoffe, da kommt jetzt kein nordisches Ungeheuer. Das wäre ein bisschen eklig. Katastor möchte jetzt den hier angreifen, wahrscheinlich. Ja, das ist eklig. Du bist ein Volltrottel. Und wenn du jetzt Raid splittest, werde ich direkt mein Video trotzdem hochladen. Den Katastor hat einen tollen Effekt, den man vielleicht vergessen könnte. Am Beginn des Damage-Step, falls diese Karte ein Monster, ein nicht finsternes Monster erkämpft, zerstöre das Monster sofort. Aber das ist kein Nicht-Monster. Okay. Hat eine alternative Lösung gefunden, bringt ihm aber dennoch nichts, weil das Monster gleich zerfickt wird vom Drachosack. Und ich möchte erstmal zwei beschwören, aus dem ganz einfachen Grund, weil dann der Rotauge schön im Friedhof fliegt, wo er hin soll. Wisst ihr was? Das könnte jetzt mein Untergang sein, weil ich dämlich bin und jetzt irgendwas nicht bedacht habe, aber ich mach mal das. Und dann beschwöre ich das. Und dann beschwöre ich den. Dann sage ich mir Trollolol. Und fresse den. Dann aktiviert sich der schöne Effekt. Ich verbanne den. Und dann kann ich mir jetzt endlos viele Kombis leisten. Ich mache zum Beispiel mal den hier. Warum auch nicht. Schön an Rautaugen ist halt, dass die selber Level 7 sind. Und in meinem normalen Drachendeck habe ich ja weißen Drachen als Unterstützer Normaldrache drin. Das ist ein Drachendeck halt einfach braucht. Und weißer Drache ist halt Stufe 8. Hat zwar auch viele Vorteile, gerade wegen Himmelblauäugiger. Aber mit rotäugiger schwarzer Drache kann man halt viel leichter noch auf die Level 7er gehen wie Drachosack. Da braucht man halt meistens doch nur einen Drachenherrscher. Klar, man kommt auch so meistens zum Ziel, aber es ist halt einfacher. So ein bisschen hier Backroad zerstören. Was hast du da? Ich denke, den Drachosack habe ich sehr effektiv genutzt. Glaive hier, die Fesseln voll Fenris. Okay. Ja, das Duell sollte er eigentlich ziemlich verloren haben. Ich weiß gar nicht, haben wir beim letzten Mal mit den Rotaugen gegen Simoshi gespielt? Ich habe da irgendwer was im Kopf. Auf jeden Fall hatten wir verloren. Nö. Wollen wir nicht machen. Wir wollen uns in die Battle-Phase begeben, das Monster zerstören, wodurch irgendein Scheißeffekt getriggert wird, oder auch nicht, und dann, ja, so ziemlich all seine Lebenspunkte auslöschen. Ich muss jetzt echt nochmal gucken, ob das gesegnete Schwert verbannt ist, weil dann werde ich es aus meinem Deck werfen, dann ist mir das vergessen, da habe ich es vergessen. Aber nee, das wird limitiert, da bin ich mir 100% sicher. Aha. Hallo. Odin. Damit kann diese Karte bis zur Endphase von Effekten von Zaubern fallen Karten unberührt bleibt. Während der Endphase, falls diese offene Karte im Spielfeld in dem Spielzeug sich eine Karte eines Gegners erstellt. Ja, toll. Sollte jetzt eigentlich nichts bringen, ich mach's jetzt einfach mal. Ja, okay, sollte nichts bringen, okay. Ich wollte nur mal sicher gehen. Ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße, ne? Das ist mir aber auch so ein bisschen scheißegal. Weil jetzt bin ich mal ein Arsch. Und ich bin noch ein größerer Arsch. Oh, bitte lass das funktionieren, das wäre jetzt echt ärgerlich, wenn das nicht funktioniert. Okay. Odin ist mein. Und das Duell auch. Wunderschönes Ende vom Part. Wer es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Würde mich sehr freuen. War ein schönes Duell. Ihr habt nochmal gesehen, was das Rotaugendeck wirklich kann. Also, man sollte dem keine Zeit lassen, gerade wenn es gute Karten zieht. Ja, dann sieht die Seite von euch so aus. Ja, war eine wunderschöne Runde. Bis zum nächsten Mal.